Das Wochenende begann für Halles Rettungskräfte mit einem Großeinsatz an der Magistrale. Dort hatte der Brand im Hausflur eines 10-Geschossers gegenüber des Neustadtzentrums für Angst und Aufregung gesorgt. Bei dem Brandort handelt es sich hier um ein Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt. Dort haben nach derzeitigen Erkenntnisstand Unbekannte zwei Kinderwagen in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich dann aus im gesamten Hausflur, sodass hier auch Türen beschädigt wurden. Ansonsten sind hier insbesondere Schäden durch Verrußungen eingetreten. Und es gibt 30 Verletzte insgesamt. Hier handelt es sich sowohl um Kinder als auch um erwachsene Personen. Aufgrund der hohen Zahl der Verletzten wurde auch die Sondereinsatzgruppe des Rettungsdienstes alarmiert. Alle Verletzten wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingewiesen. Bis auf zwei konnten aber alle schon wieder entlassen werden. Während des Einsatzes müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben, wie ein Anwohner berichtet. Viele standen oben im Fenster, wollten runterspringen. Und dann sind welche von der zweiten, haben sich so Art wie so mit Bettwäsche, so Art wie so eine Leine gemacht, auf Deutsch gesagt, runter können. Sind auch runtergegangen. Ganze Vordach war voll mit Leuten. Kein Wunder, denn das Treppenhaus als einziger Rettungsweg war durch das Feuer versperrt. Das Treppenhaus wirkte wie ein Kamin und so konnte sich das Feuer schnell bis zum Dach ausbreiten. Marcel Kronert wohnt zwar zwei Eingänge weiter, seine Eltern und sein Bruder sind aber unmittelbar betroffen. Ohne die Hilfe der Rettungskräfte wäre zumindest sein Vater nicht alleine aus der Wohnung gekommen. Das Beatmungsgerät, auf das er angewiesen ist, ist einfach zu schwer. Die haben das gemacht, was sie gemacht haben. Also die haben das Beste getan, was sie machen konnten. Konnten nicht so schnell hoch, ist klar, weil es viel zu viele Leute waren. Aber Rettungskräfte waren auch alle vor Ort. Also es ging eigentlich schnell, die Hilfe eigentlich. Die haben, denke ich mal, von oben angefangen, runterwärts. Und das hat ein bisschen gedauert, bis 5 Uhr noch was, dass mein Vater rausgeholt haben mit Sauerstoffgerät. Andere Bewohner hatten mehr Glück und erlebten die Brandnacht nicht unmittelbar. Ich habe diese Brandnacht Gott sei Dank nicht erlebt. Wir waren in unserem wunderschönen Garten über Nacht. Ich hatte ein Bier zu viel getrunken und wir fahren mit dem Fahrzeug drum, haben wir im Garten übernachtet. Sonst hätte ich das mit hier erlebt. Gerade seine Frau hat das viel Aufregung erspart, die nach eigener Aussage herzkrank ist. Am Montag haben die Ortmanns erstmal ihre Wohnung inspiziert. Stinkend, sehr stinkend. Und die Feuerwehr musste ja alle zuen Wohnungen kontrollieren, ob Reste oder Ganze vorhanden noch sind. Die Innenwohnenden, und das ist eben diese ganze Zeit offen gestanden, die Tür. Und es stinkt da drinnen und auch geschädigt. Es muss renoviert werden, zumindest im Eingangsbereich. Und die Möbel, weiß ich nicht, ob die zu retten sind. Um diese Frage zu klären, ist auch schon die Versicherung eingeschaltet. Bis feststeht, wann sie wieder in ihre Wohnung können, wurden die Ortmanns wie auch einige andere Bewohner in einem Hotel untergebracht. Ich bin jetzt im Hotel untergebracht, dort haben wir ein Zimmer. So, das ist nur das Problem, das Zimmer ist nicht schlecht, aber das Essen kann ich nicht mehr so kostengünstig zubereiten, was ich im Hotel bezahlen muss. Das ist das nächste Problem. Das nächste Problem ist die Wäsche waschen. Da müsste ich quer durch die Stadt fahren, um bei Verwandtschaft eine Waschmaschine nutzen zu können. Denn ich komme von da oben, das Hemd kann ich nicht ein zweites Mal anziehen. Ich rieche jetzt stark nach Feuerwehr. Es gab aber auch Bewohner, die ganze Aufregung verschlafen haben. Ich habe gar nichts mitbekommen, nur wenn man rauskommt, natürlich riecht es nach verbrannter Elektrik und. Und meine Wohnung ist gar nicht betroffen und bin ich eigentlich auch froh drüber. Also. Im Gegensatz zu anderen Anwohnern bleibt sie auch in ihrer Wohnung und verzichtet auf das Hotel. Die ersten Renovierungsarbeiten haben indes begonnen, allerdings war vereinzelt auch Kritik am Vermieter zu hören. Seit Monaten schon würden die Eingangstüren nicht richtig schließen, Einbruchsspuren sind deutlich zu sehen. Und die Überwachungskameras sollen aus Kostengründen außer Betrieb sein. Insgesamt waren 10 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 42 Kräften im Einsatz, dazu 18 Rettungswagen mit 36 Rettungskräften. Die Polizei musste sich leider nebenbei noch um einen besonders netten Nachbarn kümmern. Es gab hier einen 34-jährigen Mann, der wohl während der Einsatzmaßnahmen hier Personen, die dort standen, also sowohl Unbeteiligte als auch Rettungskräfte, mit Flaschen bewarf. Diese Person wurde letztendlich dann bekannt gemacht. Es handelt sich hier, wie gesagt, um einen 34-jährigen Hallenser. Dieser stand zum Zeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss. Nun erwartet den Flaschenwerfer eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Körperverletzung. Zum Brand selber sucht die Polizei inzwischen nach Zeugen und hat auch einen Aufruf gestartet. Wir gehen hier in diesem Fall aus von einer vorsätzlichen Brandstiftung.
Wir suchen hier insbesondere Zeugen, die möglicherweise dazu beitragen können, um diese Tat letztendlich aufklärend zu klären. Die Zeugen können sich wenden hier an die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd unter der Rufnummer 224 1291 bzw. an jede andere Polizeidienststelle.